Abgeordnete direkt, der Politik-Podcast der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Heute mit Sven Schikalla in Merseburg. Sven Schikalla ist 39 Jahre, geboren in Weißenfels, aufgewachsen in Grumpa und seit 2021 CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis 33, Merseburg-Leuna-Braunsbetra. Hallo. Hallo. Wie sieht ein Arbeitstag von Sven Schikalla aus? Was ist dein wichtigstes Arbeitsgerät? Mein wichtigstes Arbeitsgerät ist mein Handy. Und das geht morgens los und das endet spätabends. Also das ist meine Form, auch nicht darauf zu warten, bis irgendwann mal eine E-Mail reingeflattert kommt, die dann irgendwann beantwortet wird, sondern dass ich mit den Akteuren vor Ort, ob das die Stadt Merseburg, Stadt Braunsbetra oder Leuna ist, der Landkreis Saalekreis oder Unternehmen, die meine Unterstützung benötigen in Magdeburg, dass ich auf die Art und Weise auch sehr effizient Themen angehe. Du bist studierter Volkswirt und hast viele Jahre im Ausland gearbeitet. Kannst du dich erinnern, wie du zur Politik gekommen bist? Da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Und zwar, das war im Frühjahr 2004. Da kam mein Nachbar auf mich zu. Der war damals Gemeindewehrleiter und auch Gemeinderat. Und er hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, mich als Gemeinderat aufstellen zu lassen für Grumpa. Und das war mein Einstieg zu der damaligen Zeit in die Kommunalpolitik. Direkt nach deinem Studium warst du 5 Jahre in China, hast dort als Projektleiter einer deutschen Firma in Peking gearbeitet. Wie kam es dazu? Das ist ganz interessant. Und zwar, ich war auch während meines Studiums bereits 2 Semester in Indien, habe dort vertiefend Volkswirtschaft studiert. Und während des Studiums in Indien hat sich die Möglichkeit geboten, auch in China ein Praktikum zu machen. Und aus dem Praktikum heraus ist eigentlich die Möglichkeit erwachsen, dann festangestellt in Peking zu arbeiten. Das habe ich 5 Jahre getan, habe mich dort um die Umweltthemen gekümmert, die das Land China bewegt. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit. Du bist dann zurückgekommen in deine Heimat, hast in Halle für ein IT-Unternehmen gearbeitet und zuletzt bei der Stadt Merseburg unter anderem im Bereich Wirtschaftsförderung. Seit letztem Jahr bist du Landtagsabgeordneter. Was sind deine Kernthemen und wie setzt du dich konkret dafür ein? Also ganz konkret geht es bei mir im Wahlkreis um das Thema Strukturwandel. Wir bekommen für den Ausstieg aus der Verstromung von Kohle, für den Wegfall der Arbeitsplätze Geld vom Bund. Und da ist ein wichtiger Bestandteil die 1,68 Milliarden, über die das Land Sachsen-Anhalt selber verfügen kann. Also das Land Sachsen-Anhalt kann sagen, welche Projekte in den betroffenen Regionen stattfinden. Und da ist die Umsetzung dieser Projekte bzw. die Projekte, die aus der Region kommen, die gewollt sind, das begleite ich. Da haben wir beispielsweise die Erweiterung des Chemiestandortes Leuna, Industriegebiet Merseburg Süd, wo eine Fläche entwickelt wird. Dafür haben wir aus dem Strukturfonds des Landes Fördermittel bekommen, 186 Millionen Euro, um diese Fläche zu entwickeln. Und das begleite ich natürlich. In der Landtagsfraktion bist du Sprecher für Digitalisierung, der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Digitales. Was sind hier deine Kernthemen und Ziele? Also ein Punkt, der mich natürlich auch als digitalpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion bewegt, ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Das betrifft jede Kommune. In jedem Wahlkreis, nicht nur bei mir. Und da lege ich ganz stark den Fokus drauf, auch im Austausch mit dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales, dass wir hier den bestmöglichen Weg für die Kommunen finden, damit die Digitalisierung der Rathäuser schnellstmöglich erfolgt. Denn wir merken 2 Sachen in den Kommunen. Erstens, das Personal wird immer knapper. Das heißt, mit der Digitalisierung erreiche ich, dass weniger Personal den gleichen Arbeitsaufwand erledigen kann. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Kosten, die ich einspare, indem ich effizienter Verwaltungsvorgänge bearbeite. Stichwort Breitbandausbau. Die Digitalisierung kann nur gelingen, wenn der Ausbau der Glasfasernetze voranschreitet. Wie ist hier der Stand? Wenn ich hier für meine Region spreche, das möchte ich auch an dieser Stelle einfach auch machen. Wir haben sehr engagierte Stadtwerke. Da sind die Stadtwerke Merseburg zu nennen. Die haben eigenwirtschaftlich den Ausbau hier vorangetrieben. Da hat der Rosa Riese noch geschlafen. Und das ist, was uns hier wirklich Lichtjahre nach vorne gebracht hat, was den Breitbandausbau angeht. Und wir natürlich darauf aufbauend jetzt die Digitalisierung der Kommunen voranbringen können.
Als Mitglied der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Digitales spielt die Verkehrspolitik eine wichtige Rolle für dich. Für welche Infrastrukturprojekte setzt du dich hier ein? Ein Projekt, was wir momentan mit der Hochschule Merseburg zusammen mit dem Merseburger Innovations- und Technologiezentrum und weiteren Akteuren aus der Wirtschaft voranbringen, und zwar autonomes Fahren. Und das hier in Merseburg als Projekt natürlich mit der Gesellschaft des Landkreises Saalekreis als möglichen Partner, dass wir zunächst sagen, wir starten mit dem automatisierten Fahren. Wir machen hier ein Testfeld, eine Strecke von der Hochschule Merseburg zum Bus- und Bahnhof in Merseburg, um die Studierenden von A nach B zu bringen und das möglichst dezentral, ohne da feste Zeiten zu haben. Aber das ist ein strategisches Thema. Da wurde ja auch im Landtag von Sachsen-Anhalt ein Beschluss gefasst, dass das Ministerium für Infrastruktur und Digitales beauftragt wird, eine Konferenz zu organisieren, wo genau geguckt wird, wer macht in Sachsen-Anhalt was, wo sind schon erste Projektideen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Ansatz. Und da bin ich auch dem Landtag dankbar, dass der Antrag der Regierungskoalition durchgegangen ist. Stichwort Geiseltalsee. Welche Rolle spielt dieses Infrastrukturprojekt für deine politische Arbeit als Landtagsabgeordnete? Wir waren am Geiseltalsee bis zur Wende, bis zur Nachwendezeit sehr stark industriell geprägt mit dem Mineralölwerk Lützendorf. Und hier wurde nach der Wende das Mineralölwerk Lützendorf zurückgebaut. Es wurden Flächen geschaffen, es wurde auch Geld in die Hand genommen, EU-Mittel, um ein Industriegebiet auszuweisen. Aber die industrielle Nutzung steht im Zwiespalt mit dem Geiseltalsee, den wir ja hier haben, um Naherholung, um Tourismus anzulocken. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Aspekt, den wir jetzt haben, das ist mal ein praktisches Beispiel, wo ein Landespolitiker sich für die Region einsetzt. Ja? Es ist meine Aufgabe, dieses Industriegebiet, diesen ganzen Bereich so weit umzuwidmen, dass wir hier tourismusnahes Gewerbe und da, wo es möglich ist, an den Randbereichen zu Krumper oder zur Ortslage Neumark von Braunsbetra beispielsweise auch Wohnbebauung zulassen. Weil wir haben den Chemiestandort Leuna, Braunsbetra, als Stadt am Geiseltalsee mit viel Wert, was Naherholung angeht. Und wenn ich sehe, dass wir jetzt 186 Millionen investieren in 300 Hektar und hier Unternehmen sich ansiedeln, die in Milliardenhöhe investieren und auch Arbeitsplätze schaffen, die müssen auch irgendwo wohnen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denen die Möglichkeit aufzuzeigen, dass in Leuna gearbeitet werden kann, dass im Braunsbetra am Geiseltalsee schön gewohnt werden kann, mit dem Geiseltalsee als das Asset und natürlich auch die Dom- und Hochschulstadt Merseburg mit den kulturhistorischen Highlights wie das Schlossensemble, das Ständehaus, das Schlossgartensalon. Also das ist ein rundes Bild, was sich hier auch Außenstehenden, die in die Region das erste Mal kommen, bildet. Kommen wir zur Schlussfrage. Im Jahr 2026 endet diese Wahlperiode und damit auch dein politisches Mandat als Landtagsabgeordneter. Was willst du bis dahin geschafft haben? Als digitalpolitischer Sprecher würde ich mich freuen, wenn wir in 5 Jahren, und das wird erstmal der Fall sein, dass wir das Thema Breitbandausbau so weit vorangetrieben haben, dass Glasfaseranschlüsse in fast jedem Haushalt zu finden sind. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass wir mit der Digitalisierung der kommunalen Verwaltungen so weit vorangeschritten sind, dass die wesentlichen Punkte, die Fachverfahren, wie das immer so schön heißt, die für die Menschen wichtig sind und auch greifbar sind, dass die digital online zur Verfügung stehen. Und jetzt gehen wir mal in die Richtung Ausschuss Infrastruktur und Digitales, wo ich auch sitze, wo ja auch Verkehr eine große Rolle spielt. Und da haben wir die Bahndirektverbindung von Merseburg nach Leipzig. Da müssen nur ein paar Kilometer Gleise gelegt werden. Und schon hätten wir eine Direktverbindung mit der S-Bahn von Merseburg nach Leipzig. Und das muss einfach funktionieren. Also das wünsche ich mir schon, dass da mindestens der Spatenstich dafür dann innerhalb der nächsten 5 Jahre hier in Merseburg erfolgt.
Das war Sven Schikalla, Landtagsabgeordneter für die CDU in dem Wahlkreis 33, Merseburg-Leuna-Braunsbetra. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Abgeordnete direkt, der Politik-Podcast der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.